Der Müßiggang hat es nicht leicht in unserer schnellen Zeit. Von allen Seiten wird er bedroht. Er gilt als alt und ewig gestrig und passt da gar nicht zu unserem Lifestyle von heute. Heute, wo Multitasking, Karriere und Kind überall gefragt sind, wo alle in Bewegung sind. Alle haben etwas zu tun. Die Zeit hat es mitgebracht, dass dieses noble und antike Nichtstun namens Müßiggang keine Zeit mehr ist. Doch das ist schade, denn hat viele gute Eigenschaften. Welche das sind, verrate ich dir. Und 6 Varianten, wie du mehr Genüsslichkeit und mehr Entspannung in den Alltag bringst, das verrate ich dir jetzt. Hi, ich bin Karl Almer von karlalmer.com, dein Resilienztrainer für ein gelassenes Leben. Warum Müßiggang und was ist das überhaupt? Als Müßiggang wird das produktive Nichtstun bezeichnet. Nicht nur das absolute Nichtstun gilt als Müßiggang, nein, auch leichte, vergnügliche Tätigkeiten wie das Flanieren gelten als solche. Die Hauptsache dabei ist, dass das zeit- und ziellos geschieht. Und der Sinn des Müßiggangs liegt in der Erholung von Stresssituationen. Denn der Müßiggang hat kein Ziel. Aber Vorsicht! Bei regelmäßiger Anwendung kann Entspannung eintreten. Denn angesichts der ständigen Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, können ein paar Minuten Nichtstun durchaus zu diesem Effekt führen. Wenn du also etwas gelassener und entspannter durch den Tag verlieren möchtest, dann kann der Müßiggang dein bester Freund sein. Außerdem sagt man ihn auch nach, dass wir dadurch ihn kreativer werden und dass wir uns durch den Müßiggang selbst besser kennenlernen. So schlecht kann er also nicht sein. Doch warum hat er so einen schlechten Ruf und warum möchte niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben? Der Müßiggang hat viele Feinde. Zuallererst er selbst. Denn sein Name, so sagt man, sei negativ konnotiert. Beladen mit diesem schlechten Image kommt er nicht so recht vorwärts. Er sei nur etwas für Faulenzer und Drückeberger. Und diese haben in der Zeit der Effizienz und Produktivität nicht viel Platz. Ganz anders verhielt es sich noch in der Antike. Da war der Müßiggang hoch angesehen, meist nur für den Adel vorgesehen, wurde dieser mit Bildung und den hohen Künsten in Verbindung gebracht. Doch der Feind des Müßiggängers lauert überall, beginnend in der christlichen Theologie, wo dieser mit Faulheit und Trägheit gleichgesetzt wurde und diese Eigenschaften zu den 7 Todsünden gezählt wurden. Schon dadurch konnte sich der Müßiggang nicht so recht durchsetzen. Auch in Zeiten der Industrialisierung wurde der Müßiggang fast verfolgt. Jede Pause wurde strikt untersagt, denn die Werke mussten am Laufen gehalten werden. Ohne Fleiß kein Preis. Dieses Sprichwort kommt genau aus dieser Zeit. Und wie sieht es heute damit aus? Auch nicht viel besser. Auch wenn die Menschheit sich etwas von den Krallen des klassischen industriellen Produktion befreit hatte, so hat sie sich natürlich in eine neue, größere Falle begeben. Vielen auch bekannt als der Kapitalismus. Ab jetzt halt heißt es Multitasking und Karriere. Größere Häuser, schnellere Autos. Auch die immer mehr werdenden Aufgaben in der modernen Familie machen es dem Müßiggang nicht leicht. Diese lange Geschichte der Verfolgung hat seine Wirkung nicht verfehlt. Niemand nimmt sich mehr Zeit dafür, niemand nimmt sich mehr Zeit für nichts tun. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit dafür genommen? Ja, es ist den Menschen einfach unmöglich, eine Zeit lang nichts zu tun, ohne dabei von einem schlechten Gewissen geplagt zu werden. Sobald sich eine Minute Ruhe auftut, suchen wir schon nach einer Beschäftigung, versuchen nach einer Ablenkung, blicken auf unser Smartphone, schalten unseren Fernseher ein, schalten den Radio an. Es wird immer zu gesucht, produktiv zu sein, aktiv zu sein und auch sofort eine Entertainment-Möglichkeit wird gesucht. Ja. Doch ein paar ruhige Minuten können vielen Menschen nur schwer tragen. Es soll sogar Menschen geben, die sich selbst lieber einen Elektroschock versetzen, als 15 Minuten mit dem Nichtstun zu beschäftigen. Da gab es sogar eine sehr interessante Studie dazu. Da war eine Studiereihe, da wurden Menschen gebeten, eben bei einem Versuch mitzumachen und sie konnten sich entscheiden, in den 15 Minuten nichts zu tun oder eben auf einen Knopf zu drücken und dann eben wird vorzeitig können sie vorzeitig abbrechen. Mehr als die Hälfte hat sich dafür entschieden, sich selbst einen Elektroschock zu versetzen, als sich dem Nichtstun hinzugeben. Gell? Und das, obwohl dieser süße Hauch von nichts so gut tut. Also zurück zum Nichts. Wie schaffen wir in unserer sich immer schnellen drehenden Zeit Platz zu finden für das deutsche Faniente
Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Früher in der guten alten Zeit war Fleiß eine Tugend. Sie wurde hochgehalten, während die Faulheit als Todsünde galt. Und da der Müßiger gleichgesetzt wurde mit Faulheit, überkommt uns auch heute noch das schlechte Gewissen. Unsere Gesellschaft möchte immer etwas tun und auch wir möchten ständig etwas tun. Doch weniger zu arbeiten ist nicht faul, sondern weise. Wer schafft, mit wenig Aufwand zu einem guten und schönen Leben zu gelangen, der hat es doch geschafft. Warum musst du dahinter immer Blut, Schweiß und Tränen stecken? Eben, es geht auch anders. Und eine Portion Nichtstun am Tag kann uns zu mehr Weisheit verhelfen. Damit uns die gesellschaftliche Prägung und die Arbeit nicht erdrücken, kann ich jedem eine gesunde Portion Nichtstun nur empfehlen. Diese lässt die Gedanken schweifen, neue Ansichten und neue Ideen können entstehen. Durch die Phase der Erholung werden unsere Batterien wieder aufgeladen, wir sind wieder stark, wir haben wieder Kraft und der Stimmungsparameter klettert nach oben. Denn das Hirn kann sich von den zigtausend Impulsen, die wir durch Mail, Medien, Smartphones und Co. empfangen, erholen. Ich selbst bin ein überzeugter Müßiggänger, der sich nur zu gerne seine tägliche Portion Nichtstun gönnt. Und zwar wirklich jeden Tag. Ich bin dadurch nicht nur gelassener geworden, nein, meine gesamte Lebenssituation hat sich dadurch verbessert. Denn ich fand in den kleinen Pausen des Alltags immer wieder helle Momente, die mich auf neue Ideen gebracht haben. Und so mein Leben eine neue positive Richtung gegeben haben. Das Einzige, was es dazu brauchte, war die bewusste Entscheidung, mir jeden Tag eine Portion Nichtstun, eine Portion Müßiggang zu gönnen. Kurz gesagt, es gilt Zeit fürs Nichtstun zu finden. Ich höre dich schon sagen, deine stressgeplagten Stimmen, die meinen, für nichts sei einfach keine Zeit. Ich kann dich verstehen. Gerade wenn man Familie hat, steigen die Aufgaben und somit auch der Stress ins Unermessliche. Doch genau in diesem Moment ist es umso wichtiger, dir Müßiggang, dir Nichtstun zu verschaffen. Denn das ist meist der erste Schritt, dich vom Stress etwas zu fangen und etwas mehr Klarheit in den Alltag zu bekommen. Zeit dafür ist genug. Mach einen kleinen Rundumblick in deinen Alltag. Als ich noch Projektleiter in einem Unternehmen war, habe ich mir immer Zeit genommen und die Möglichkeiten gefunden. Ich musste nur mir etwas Übersicht verschaffen. Wo hatte ich mir bewusst keine Zeit dafür genommen? Ja, ich fasse hier mal ein paar kurze Varianten zusammen. Insgesamt sind es 6 Varianten, wie du mehr Müßiggang in den Alltag bringst. Es beginnt alles im Bett liegen zu bleiben, Nummer 1. Ja, wer sagt denn immer, dass wir sofort aufstehen müssen und sofort ins Tun kommen müssen? Bleib einfach mal ein paar Minuten liegen, starr an die Decke und gönne dir eine Portion nichts. Es geht weiter mit der Früh, mit der Information. Ohne Zeitung, ohne Smartphone das Wetter beobachten. Für viele hat sich das morgendliche Zeitunglesen oder Smartphone-Lesen mittlerweile zum Ritual entwickelt. Auch wenn diese Routine eine scheinbare Sicherheit verleiht, so versorgt sie doch dein Hirn mit einiger kräftigen Portion negativer Energie. Wie wäre es stattdessen in aller Ruhe die Wolken und das Wetter zu beobachten? Da erfährst du eher, wie das Wetter wird und du erholst dich nebenbei noch. Oder die Königsdisziplin Nummer 3. Geduldig in der Schlange stehen. Vorsicht, nur was für Könner. Denn die meisten Menschen sind nur genervt, wenn sie beim Bäcker oder in der Supermarkt in der Schlange stehen. Deshalb zücken sie schnell das Smartphone und lenken sich ab. Doch betrachte die Schlange einmal von der anderen Seite. Heißt, sie sind willkommen als kleine Pause für zwischendurch. Nicht als verlorene Zeit, sondern als gewonnene Pause für dein Hirn. Oder ins Narrenkastel schauen. Kennst du den Begriff Narrenkastel? Narrenkastel schauen? Kleine Kinder sind Meister darin, wenn sie völlig gebannt in scheinbare Nichts blicken. Gerade für Menschen, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, wirkt diese Methode minder. Einfach mal einen Blick hinaus in die Natur, aus dem Fenster werfen und einfach nichts tun. Einfach die Natur genießen, zusehen, wie der Baum rauscht vor der Tür. Ja? Deine Augen werden es dir danken und dein Hirn wird es dir danken. Oder auch das Flanieren. Ja? Zeit und ziellos dich durch die Gegend zu bewegen. Spaziere ziellos in der Gegend herum und du wirst eine gute Portion Gelassenheit in den Alltag bringen. Und zu guter Letzt noch das Nichtstun als Meditation. Die Meditation ist in aller Munde, sie ist voll im Trend. Viele Menschen finden darin große Erleichterung, um mit dem Stress des Alltags besser umzugehen. Im Prinzip ist auch das Nichtstun nichts anderes als Meditation. Mach daraus eine tägliche Zeremonie. So kannst du dich auf
das so wichtige Nichts nicht vergessen. Mache eine tägliche Zeremonie daraus und genieße das Nichtstun. Du wirst sehen, wie entspannt du wirst. Und, was meinst du, bist du bereit für eine Portion Müßiggang? Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, bis dahin, liebe Grüße aus Wien.